Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Okurz und ihr seht XCOM 2. Ich hatte ein paar Tage Urlaub in Schweden, habe das Ganze sehr genossen, aber jetzt bin ich natürlich wieder da. Im Alltag und natürlich auch in den Games wieder drin. Das letzte Let's Play war, war ein Weilchen her. Ich habe gerade nicht mehr ganz so auf der Kette, womit wir geendet haben. Daher erwarte ich jetzt hier gleich den Startbildschirm der Avenger, um zu gucken, in welche Mission wir uns jetzt gleich hineinwagen. Ich meine, wir hätten als letztes einen Alien-Vergeltungsschlag abgewehrt, aber ich kann mich auch irren und das war das Mal davor. Deswegen schauen wir jetzt gleich mal. Ich meine, mich ganz dunkel erinnern zu können, dass eine Guerilla-Mission anstünde. Aber, in wenigen Sekunden wissen wir mehr. Ja. In ein paar wenigen, vielen Sekunden wissen wir mehr. Ladezeiten aus der Hölle mal wieder. Aber gut, wir sind beim, glaube mittlerweile 41. Let's Play. Oder sogar noch ein Ticken dahinter. Und ich weiß nicht, der Spielstand wird scheinbar irgendwie immer größer. Je länger man spielt. Was ja auch Sinn ergibt. So, da haben wir es jetzt endlich. Ein Tag noch, bis die Trümmer weg sind. 25 Tage, bis die Maschinen entfernt sind. Wir haben einen Verwundeten oder eine Verwundete. Das gucken wir ganz kurz nochmal. Okay. Jason ist noch verletzt. Und Gigi ist noch erschüttert. Dann gucken wir mal auf die Map und sehen jetzt hier die Mission, die auf uns wartet. Und das ist, wie ich mich noch ganz dunkel erinnert hatte, ein Guerilla-Einsatz. Und aus diesem Grund müssen wir jetzt hier gucken. Also beschütze das Gerät und einen Ingenieur wollen wir definitiv nicht. Also nehmen wir jetzt einfach relativ unbelesen dieses da. Wir kriegen einen Colonel, einen Grenadier-Colonel. Und die Mission ist ein ganz klein wenig leichter. Operation Fahler Kopf ist jetzt auch, naja. Die Namensgebung zu kommentieren unterdrücke ich jetzt mal an der Stelle. Einen Knopf haben wir noch. Das heißt, bald müssen wir auch wieder irgendwas Alienmäßiges kaputt machen. So, was wird uns angeboten? Jin wird uns angeboten. So. Titan ist am Start. Wir gucken jetzt einmal ganz kurz. Ausrüstungsgegenstände freigeben, jawohl. Rüstung freigeben, auch. Prinzipiell hätte ich gegen diese Gruppe jetzt gar nichts, so wie sie hier ist. Wir sollten Jin natürlich noch die Krallengeschosse wieder geben, damit er ein bisschen Bam macht. Und die Frage ist, ob wir... Ich glaube, wir lassen das einfach so, wie es ist. Wir haben drei Mutationsgeräte, wir haben... eine kleine Handvoll Granaten. Wir wollten aber diesmal hier in den Dingern die Teile mal austauschen. Schreddersturmkanone, Blasterwerfer. So, ich glaube, Dini nimmt mal den Blasterwerfer und ich glaube, bei Chloe würde ich die Schreddersturmkanone mal ausprobieren. Sie macht den höchsten Schaden. Hat allerdings einen konischen Streuwinkel. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr ganz so weit schießen damit. Ansonsten Plasmagranate und Annäherungsmine. Alles gut. Ja, wir starten so den Einsatz. Okay, das habe ich gar nicht aufgepasst, was wir tun müssen, aber das wird der Kollege uns ja gleich nochmal sagen. Ein geheim
Geheimes Alien-Kommunikationsrelais in diesem Gebiet wird von Atlant benutzt, um kritische Daten in ihr Netzwerk zu speisen. Okay. Der Verlust dieser Daten würde ihr jüngstes Projekt im Keim ersticken. Also greifen wir an und zerstören das Relais vor Abschluss der Übertragung. Wir erwarten viele Sicherheitskräfte vor Ort. Schalten Sie sie aus und sichern Sie das Gebiet. Zerstören Sie das Relais um jeden Preis. Okay, wir zerstören das Relais. Unsere leichteste Übung. Wir müssen nur hoffen, dass es halbwegs zugänglich ist für uns. So, da landen wir jetzt. Getarnt. Wie immer bei den Guerilla-Missionen natürlich mit 8 Runden Counter. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Wow. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Das ist tatsächlich nicht weit. Na ja, gut. Dann setzt Anna direkt mal nach vorne. Wow, das ist dicht. Das ist sehr dicht. Es ist so dicht, dass wir hier mal in Feuerschutz gehen. So, Titan wetzt darüber. Und ich glaube, da nehmen wir dann fast schon die Annäherungsmine. Da müssten wir alle drei erwischen. Und die Annäherungsmine enttarnt uns ja nicht. Verstanden. Rücke aus. So, GG wetzt darüber und geht auch in Feuerschutz. Augen auf. Xerexes geht hier ein ganz klein wenig um die Ecke. Geht in Pistolenfeuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Lufti geht mal Rücke dort hinter diesen Monolithen oder was das sein soll. Verstanden. Gegen die Statue. So, und Acid hat hier ein nettes Plätzchen. Confirm. Da müssen wir jetzt gucken. Wenn sie sich bewegen, werden sie die Mine auslösen. Wenn sie sich nicht bewegen... Sie bewegen sich, aber seltsamerweise haben die anderen nichts abbekommen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, wenigstens haben wir die Initiative. Anna kriegt sogar noch einen zweiten Schuss, der auch wieder trifft. Damit müssten wir den Andromedon schon fast tot haben. Ein dritter Schuss? Wow. Respektabel. Damit baut er sich jetzt zum Mech am Zug um. Sein Härchen hängt wieder labberig oben raus. Und daneben. Man kann nicht alles haben. Es bewegt sich noch. Okay, und der Sektopod macht sich auch bemerkbar. Und der kriegt tatsächlich noch einen vollen Zug, das ist eine Frechheit. Und er trifft Anna auch direkt mal für 6 Schaden, damit ist unsere Traummission schon ein ganz klein wenig verhindert. So, wir tappen einmal zu Xerexes. Mal kurz, hier fallen wir mal mit der Pistole drauf. 9 Schaden haben wir gemacht. So, die Chancen sind nicht so berauschend, da zu treffen.
Gehen wir mal ein bisschen näher dran. Seelenfeuer könnten wir natürlich mal ziehen auf den Elitesoldaten. Dein Körper wird schwächer. Dein Körper wird schwächer. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir hier... So kommen wir mit einer erstmal aus dem Weg. Und können hier sogar was hacken. Schauen wir mal, was wir da hacken können. Okay, das ist natürlich super. Dann können wir alle bereits genutzten Aktionspunkte in der Runde wieder auffüllen. Das ist quasi eine Bonusrunde. Die Frage ist nur, ob wir das eventuell dann machen sollten, wenn es uns wirklich richtig dreckig geht. Denn hier haben wir ja durchaus noch eine ganz brauchbare Chance, die alle hier wegzutilten. Sprengschuss. Ja, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, ob wir hier jetzt einfach mal reinbrettern oder nicht. Ich würde sagen, wir testen das Ding jetzt einfach mal aus. Okay, einen haben wir damit getötet, dem anderen haben wir die Deckung weggenommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So, 85%. Kann Anna sich direkt mal rächen. 4 gestreift. Ja, so nicht. So nicht. Blitzschnelle Hände setzen wir noch ein. Und die Konfrontation zu allem Überfluss auch noch. Aus dem einfachen Grunde, wir haben dann beide Ranger nicht gebraucht. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, jetzt hier ein bisschen aggressiver vorzugehen, ohne direkt wieder in der Line of Fire zu stehen. Wer entdeckt uns denn da? Ach so, ich würde das Fenster kaputt machen, wenn ich da so lang renne. Ziehe los. Also wird Jin erstmal da außen ein wenig weiter gurken. So, und Acid wird... Heading to the location. Wird sich dahinter verschanzen. So, Anna braucht auf jeden Fall einen Reload. Der ist aber kostenlos. Und danach gehen wir jetzt erstmal weiter an die Ranger. Da hinten ist das Relais. Begebe mich zum Ziel. Schon unterwegs. So, 6 Runden haben wir noch. Gehen wir erstmal darüber. Immer noch nichts. Dann geht Acid noch ein bisschen nach vorne. Mit Jin spielen wir in diese Runde mal ein bisschen vorsichtiger als sonst. Damit er irgendwann seine Erschütterung auch mal loskriegt. Ja gut, machen wir Feuerschutz. Überall, wo es geht.
Xerxes kommt auch mal ein bisschen näher ran. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. So, Anna würde sich einmal selber anheilen, damit die 6 Punkte wieder da sind. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier noch... Gehen wir da ein bisschen hoch. Acht Gegner sind theoretisch noch da. Oh, stimmt, das gab es ja auch noch. Okay. Machen wir das jetzt am geschicktesten. Ich würde sagen, wir opfern einfach eine komplette Runde, mehr oder minder. Wobei es fast 2 Runden wären. Xerxes geht hier mal nach vorne. Geht dann in Pistolenfeuerschutz. So. Die Frage, wollen wir unsere letzte Bombe dafür jetzt verbraten schon? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach so in Feuerschutz. So, Jin. Gucken da noch mal ganz kurz hin. Okay, da ist eine Gruppe von 2 Leuten. Die braucht, glaube ich, müssen gleich irgendwie da ein Loch reinmachen. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Verstanden, halte die Augen offen. Na los, zeigt euch. Na gut. Wir spielen ein bisschen auf Zeit, die wir nicht haben, aber das Relais werden wir schon irgendwie kaputt kriegen. Es ist ein Mech dabei, das ist gut für Xerxes. Ein bisschen Schaden sollten wir da jetzt schon machen. Oh, das war der Leerlader oder was auch immer. Mal wieder, welches Teil das genau macht. Instant Kill. Daneben. Aber gut, einen haben wir getötet. Der Schildträger sieht nicht allzu glücklich aus in seiner Situation, so wie er da steht. Und die patrouillieren erstmal von uns weg. Da haben wir als so viel auch nicht dagegen jetzt. Okay. 91%. Dann nimmt Titan wohl mal die Rüstung weg von dem Knilch. So, 3 zerschreddert, 5 Schaden. Damit ist der Feuerschutz auch entfernt. J'aurais besoin de munitions par ici. 63% ist die Frage, ob uns das reicht. Müssen wir mal schauen. 100%, 81%. Nehmen wir erstmal die 100. Oh, es sind gar keine 100. Dann nehmen wir nochmal 79.
Okay, den Mac hätten wir wieder zerlegt. Wie viele waren das jetzt? Und im Prinzip... Wahnsinn macht, glaube ich, bei ihr Schaden, ne? Probieren wir einfach mal aus. So, just for fun. Du gehörst jetzt mir allein. Daneben. Wahnsinn gescheitert. Na gut. Dann machen wir hier die Schädelauswerterkralle. Dass da hinten nichts ist, wissen wir ja. Und dass das zwei Schaden macht, wenn selbst wenn wir nicht treffen. Wissen wir auch. Dann nehmen wir den ganz sicher raus. Und einen kleinen Speicher kriegen wir eventuell auch noch hin. Wow, das war wieder ein Hackversuch aus der Hölle. Dadurch kriegt Anna nochmal wieder ein bisschen Schaden. Das ist doof. Aber gut, makellos ist die Mission eh schon nicht mehr. Und da sie unerbittlich ist, kann sie auch wieder dahin zurück, wo sie war. Damit haben wir dann quasi ja, anderthalb Runden verloren. Das ist schade, aber nicht weiter tragisch, würde ich mal meinen. Ich rücke aus. Wir müssen halt jetzt nur nächste Runde die Wand sprengen und hoffen, dass da nicht allzu viel hässliches Gemöpse rumsteht. So, ich mach ganz kurz die Badewanne aus. Okay, da bin ich wieder. Die Alienübertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. So, dann wäre jetzt der interessante Test, ob wir mit dieser Blasterbombe, die Dini in ihrem War-Anzug hat, so geschickt schießen können, dass wir da das Relais schon treffen und alles, was da dran steht, ebenso. Das würde nämlich jetzt durchaus so aussehen, als könnten wir das. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal. Du kannst dich nicht verstecken. Sehr, sehr hübscher Schuss. Haben alle gut einen abgekriegt. Und jetzt ergibt es sogar einen richtig guten Sinn, die Granate zu werfen. Beziehungsweise mit Titan vielleicht die Plasmagranate abzufeuern. Okay, keine Reichweite, das ist natürlich doof. Ändern wir doch mal. Xarexis geht einfach mal ein bisschen rüber. So, jetzt hat Titan dann die Möglichkeit, näher ranzukommen. D'accord, j'y vais. D'accord, j'y vais. Angekotzt wie immer. So, jetzt sieht sie wenigstens was. Und jetzt machen wir da mal ein Löchlein rein. Oh, das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da haben wir ja Assets, Deckung mit weg. Ja, das ist ganz und gar nicht schnuckelig. Das finden wir ganz gehörig doof. Aber egal, machen wir trotzdem. Dann wird Asset zwar aufgedeckt. Aber irgendwann muss er eh mitspielen. So, Wand ist weg. Das Objective sehen wir auch. Ja, Asset ist entdeckt worden. Das ist tragisch. So, Jin, 72%. Ja, warten wir noch ein bisschen ab. Erstmal, würde ich sagen. Blitzschnelle Reflexe, 89%. 84%. Ich glaube, das ist uns lieber, den Mac da wegzubraten. Zu braten.
9 Punkte Schaden und die Heckverteidigung verringert. Feuern wir die Pistole nochmal ab. Und haben den Mac aus dem Leben geschossen. Okay. Willst du noch mehr? So, GG. 72%. Egal, erstmal Asset. I'm trusting you here. Advent troops spotted. Okay, da haben wir Advent Truppen. Das ist der Sektopod. Und noch zwei weitere Jungs. Okay. Können wir mit leben? Wir hauen erstmal den Elite-Soldaten hier aus dem Leben. Ja, ich würde sagen, wir haben nur noch zwei Einzelne, die hier irgendwo rumrennen, abgesehen von dem, was wir hier eh schon haben. Aber wir müssen natürlich alles gemacht haben vorher. Deswegen 72%, er hat einen Schaft. Das Ding ist auf jeden Fall tot. Punkte. Ein Crit an der richtigen Stelle. Not. So, Frechtax ist jetzt die letzte. Ein Hilfsprotokoll auf. Wem geben wir das Hilfsprotokoll? Titan vielleicht. 30 Verteidigung als Bonus. Ich würde sagen, Jin kriegt das Ding, denn er darf nicht verwundet werden. Auf gar keinen Fall. Und als zweite Option holen wir uns hier zu 100% alle unsere Punkte zurück. Und damit sollten wir in der Lage sein, zumindest mal diese Runde zu überstehen, ohne Schaden zu bekommen. Sehr schön. Alles aufgefüllt. Wir haben 3 Gegner. Wir haben 6 Leute mit allem, was wir noch tun können. Selbst Anna hat jetzt wieder beides frei. Aber keine coolen Orte zum Hinrennen. Mal gerade mal schauen. Sieht sie hier irgendwas? Ich glaube nicht. Irgendwie nicht, nee. Sieht sie da irgendwas? Auch nicht wirklich. Na gut, dann machen wir erstmal woanders weiter. Wir können ein Stückchen näher dran. Und sehen überhaupt nichts. Das ist ein bisschen doof. Würde ich mal sagen. Wir schauen kurz. Wenn wir da hinrennen, sehen wir immerhin den dicken und einen kleinen. Halbe Deckung reicht uns, denn wir haben ja noch 30 Verteidigung extra von Annas kleinem Knödel hier. Und unsere Granate reicht von vorne bis hinten nicht. Ja gut. Da jetzt drauf zu feuern ergibt jetzt so viel Sinn nicht.
Wie machen wir das am geschicktesten? Denn eine von den Gruppen patrouilliert hier noch rum. Gucken wir einfach mal, wie wir da hingehen, sehen uns alle drei. Das heißt, unser Imitationsgerät hat da ein gutes Zuhause gefunden. So, Titan sieht nichts. Nö, eigentlich ergibt es da jetzt echt wenig Sinn. Müssen wir einfach noch näher ran. Damit wir dann nächste Runde ein bisschen mehr reißen können. So, GG. 77%. Das ist alles... alles wesentlich uncooler, als ich mir das gedacht habe, muss ich sagen. Pistole abfeuern, wir haben niemanden in Reichweite. 100% zwar auf den Knilch, aber... von hier hätten wir ihn zumindest drin. Aber richtig viel Schaden machen wir natürlich nicht, weil wir ihn nicht ansoften konnten vorher. Jetzt müssen wir nur ganz kurz gucken, ob wir die nie in irgendeine Position kriegen. Ne, schaffen wir nicht. Das heißt, wir haben keine Stasis. Das kann ich machen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. So, wenn wir das Ding hier hinwerfen, sieht es immerhin der Knilch. Das heißt, wir werfen zwei Imitationsgeräte diese Runde. Um uns ein bisschen nötige Sicherheit zu erkaufen. Hier schauen wir jetzt gerade nochmal. Ich glaube fast, dass hier Sturm und Schuss die richtige Wahl ist. Bereite Abschuss vor. Bin unterwegs. In die Ecke und fangen jetzt wenigstens mal an, das Ding ein bisschen anzuschreddern. So, zwei zerschreddert, einen Schaden. Und Xarexes hat noch zu 94% die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu machen. Nächste Runde wird er dann das Imitationsgerät schmeißen müssen. So, vier Schaden immerhin. Das hätte besser laufen können, hätte natürlich aber auch schlechter laufen können. So, und Anna rückt ein bisschen auf. Und hofft jetzt auf einen vernünftigen Feuerschutz. Weil die anderen Jungs da jetzt ein bisschen YOLO-mäßig hinrennen. So, er ist immun. Wogegen ist er immun? Er rennt da ein bisschen rum und bratzt jetzt 10 Punkte Schaden auf den Imitationsgeräteköder. So, er zerlegt den zweiten welchen. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Schildträger hinten den anderen überhaupt sieht. Tut er. So. Das heißt, wir haben immer noch 5 Gegner und den Turm abzuschießen. Aber diese Runde sollten wir es auf jeden Fall mit Dini schaffen, in Stasis-Reichweite zu kommen. Und... ich denke, von hier aus hat Anna auch irgendwas zu treffen. I'm on it. Nee, hat sie nicht. Hm. Nun gut. Schade. So, Titan. Titan sieht so ziemlich alles.
als Backup. Irgendwie ist die Annäherungsmine da an der Stelle gar nicht so cool, wie ich dachte. Aber egal, wir werfen sie trotzdem. Die beiden Jungs wären drin. Oder aber das werfen wir sie dahin. ...82%, 75%. Kriegen wir hier noch was Cooleres hin. Gehen einfach mal darüber. Das könnte klappen. Weggekrittet. Die Annäherungsmine natürlich ein bisschen nutzlos darum jetzt, aber einmal Pistole abfeuern. 89%. Das war nix. Ziel verfehlt. So, das zweite brauchen wir fürs Imitationsgerät. Natürlich. Lufti geht ein Stück nach vorne. Und kann jetzt hier die Stasis drücken. Macht sie aber nicht, denn wir versuchen natürlich erst noch ein bisschen Schaden unterzubringen. Ein 100%iger Treffer. Warum nicht? Kritisch, 9 Schaden sind durchgekommen. Gibt uns ein ganz kleines Polster für die nächste Runde. So, hier gibt's einen neuen Köder. Und da gibt's dann die Stase auf den Sektopod. Starker Schutz. So, nächste Runde müssen wir definitiv das Gerät abschießen. Und natürlich die Gegner. So, da haben wir jetzt die letzten Gegner auch noch gezogen. Das wird jetzt ein ganz klein wenig unangenehm. So, das Goal haben wir erreicht. Die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Okay, das heißt, wir haben jetzt in Anführungsstrichen nur noch 4 Feinde. Hoppla. Zack. Der brennt. Okidoki. So, jetzt wird's spannend. Frechtags hat den drin für 50%, das ist nicht so üppig. Titan hat keine Granaten mehr. Jin könnte den jetzt hier umnatzen. Auf der anderen Seite brennt der und sollte eigentlich von alleine sterben. Schwer zu sagen, wer jetzt hier Vorrang haben sollte. Titan geht auf jeden Fall mal nah genug ran, um überhaupt irgendwo drauf wirken zu können. 93% oder 72? Nehmen wir die 93. Denn damit machen wir da die Rüstung noch runter.
Damit hat er nur noch eine Rüstung und damit sollte Xerexes jetzt eigentlich kein Problem mehr haben, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Erstmal Pistole abfeuern, das sind immerhin schon mal 8 bis 11. 10 Punkte und die Konfrontation nehmen wir auch nochmal. Nochmal 3 Schüsse. Gekrittet. Und immerhin erwischt. Macht jemand Striche? Okay, den dritten Schuss doch nicht mehr. Dann Hilfsprotokoll haben wir noch nicht wieder. GG sieht nichts. Warum sieht er nichts? Das Ding ist doch, lebt er noch. Huh. Vor allem, warum ist er hier angeblich flankiert? Das muss man alles nicht verstehen. Prozent. Sehen wir ihn von da auch? Nein, tun wir nicht. Schwere Entscheidung, einmal mehr. Schießt mal von oben runter. 100%, 75%. Gut, dann nehmen wir den Sektorpod aus dem Spiel. So, unerbittlich. Das bin okay, hier fast in Deckung gegangen dahinter. Aber bei so einem Benzintank ist das nicht die pfiffigste Idee. So, Jin geht auf jeden Fall hier an Feuerschutz. Los, zeigt euch! Und Frechdax geht auf jeden Fall nicht da in Deckung. Könnte halt hier irgendwo hinrennen, aber die Frage ist, ob das sinnvoller ist. Egal, gehen wir mal wieder da hinten hin zurück, wo wir herkommen. Das würde immerhin dazu führen, dass andere potenziell jetzt den Vorrang haben. So, von da hinten sieht Lufti den Archon. Schon unterwegs. Können wir dann Seelenfeuer drauf machen? Das ist zumindest mal sicherer Schaden. Dein Gewebe schmilzt dahin. Damit ist er dann zumindest schon mal ein bisschen angeknabbert. Sehr schön. Und den Kampfrausch haben wir ihn jetzt auch. Frage ist, was wir mit Acid machen, ob wir hier in volle Deckung gehen. Oder da in volle Deckung gehen. Die volle Deckung hat den Vorteil, dass sie nicht so leicht umgehbar ist. 59% nur. Nun gut. Kann klappen. Für 3 Punkte daneben, dank Schaft. Besser als nichts. Jetzt müssen wir die Runde halbwegs glimpflich überstehen. Okay, er kommt ein bisschen angelaufen.
Okay, und schießt da hinten daneben. Wollte Titan abknallen. Und der Archon kommt in den Nahkampf. Kassiert sich erstmal 7 und brennt. Sie positionieren sich neu. Dafür gibt er jetzt Acid dann aber auch einen auf die Nase. Wow, aber nur gestreift. Und das ist, glaube ich, per Definition glimpflich gewesen. So, Titan lädt erstmal nach. 66% oder... Tja, schießen wir dem die Deckung weg, ist die Frage. Hat noch irgendwer irgendwas Sprengbares? Nee, irgendwie nicht. Prozent. Anna geht auf jeden Fall da mal quer rüber wieder. 88%, dann schauen wir mal, ob sie es schon schafft. Neun Punkte, damit wäre der raus. Unerbittlich, dann kann sie hier an volle Deckung gehen. Ich glaube, da machen wir doch den Sprengschuss. 83%. Oder was wäre ein normaler Schuss? 35 ist einfach viel zu wenig, um das ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Also gehen wir hier hinten in volle Deckung. Und 83% versuchen ihm da die Deckung wegzuschießen. Geht klar. So, stellt Jin sich hier mal schön an die, an den Rand. 54% ist nicht viel, aber könnte klappen. Und wenn nicht, haben wir immer noch einen Punkt für den Schaft. Was besser ist als nichts, wie wir schon so oft festgestellt haben. So, Xarexis sieht irgendwie nichts. Lufti sieht auch nichts. Würde aber hier was sehen. Das kann ich machen. 62%. Das kann auch funktionieren. Für 4 Schaden immerhin. Abgeprallt. Hab kaum noch Munition. So, Acid. Volle Deckung von hier. I guess that'll be okay. Flankiert. Könnte kritten. Und krittet. 12 Punkte Schaden. Tja, Xarexis ist an die vorderste Front. Ob das die pfiffigste Idee ist, weiß ich noch nicht so genau. Zumal er eigentlich nicht die Möglichkeit hat, ihn hier... Wir gehen einfach mal einen Distanzschuss, weil wir davon ausgehen, dass das Vieh sich in unsere Richtung bewegt. Treffen auch, aber nur für 2. Panzerung getroffen. Daneben. Okay, jetzt kriegt Acid schon wieder auf die Nase. Venomwrong verblutet. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine Notfallevakuierung jetzt. Alle in Panik. Das ist uncool. Das ist sehr, sehr uncool. So, das bedeutet, Xarexis muss abwarten.
Revitalisierung, Stabilisierung. Drei Runden haben wir Zeit. Ich glaube, wir müssen Venom noch eine Runde warten lassen. Denn ich glaube, wir hätten gern die Revitalisierung auf Lufti. Denn ich meine, die Stasis wäre wieder bereit. Wenn ich mich jetzt irre, war es ein Fehler. Panik entfernt, revitalisiert. So, und jetzt 100% wäre der Tod. Oh, Bonusaktion. Dann können wir Venom natürlich auch noch stabilisieren. Gremlin, get on the heels. Stabilisiert. Und ja, mehr können wir jetzt nicht tun an der Stelle. Aber Xarexis hat jetzt zum einen die blitzschnellen Hände. Nein, Moment, wir müssen, glaube ich, als erstes den Pistolenschuss machen. Dann die blitzschnellen Hände. So, damit haben wir alle Feinde erledigt. Habt ihr das gesehen? Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, zwei verletzte Soldaten. Ich bin weit davon entfernt, das jetzt perfekt zu nennen, aber wir haben niemanden verloren und wir müssen dafür schon dankbar genug sein. Ich glaube, so langsam wächst Rex ist auch mal wieder mit einer Beförderung dran. Ich hoffe, dass Jin jetzt die Erschütterung los ist, denn ich meine, wir hätten zumindest einen mit ihm gekillt. So, der Knopf bitte. Oh, da sitzt das schon wieder. Geht's ihm doch nicht so schlecht. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir Commander Rüsselnase jetzt ein paar Wochen in der Krankenstation haben werden. Ich meine, für gerade frisch wieder aufdefibrilliert. Sieht ja zwar ganz gut aus, aber das ein oder andere Löchlein wird er wohl drin haben. So, beliebige Taste wird gedrückt. Und wir landen auf der Avenger. Leicht verwundet, okay. Das sah auf dem Schlachtfeld echt anders aus. Und Captain Chloe Titan wird jetzt... Oh, sehr schön. Unantastbar. Wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Das ist eine Ranger-Fähigkeit. Die ist natürlich gerade bei unserem Heavy ganz gut aufgehoben eigentlich. Schusshagel oder Salve? Ich glaube, wir nehmen die Salve. Das heißt, wir können eine Granate abwerfen und das beendet unseren Zug nicht. Ganz praktisch, dann könnten wir theoretisch in einer derselben Runde
die Annäherungsmine werfen und dann direkt mit der anderen Granate pullen. Würden dadurch sehr sicher die komplette Runde töten und wären dann unantastbar. Klingt nach einer coolen Kombo. Machen wir erstmal weiter. Ja, ansonsten Luft, die immer noch keinen Kill, aber gut dazu beigetragen immerhin. Und ja, Xarex ist immer noch kein Colonel mit 90 Kills und 28 Einsätzen. Da ist echt die Frage, wie weit müssen wir noch? Na gut. Wir haben auf jeden Fall einen überragenden Mehrlader, einen Alien-Datenspeicher und einen überragenden Stecher. Sowie einen Illyrium-Kern. Das sieht alles sehr hübsch aus. Und Milena Novak ist ein weiterer Grenadier. Und Jin hat jetzt endlich seinen Willen wiederhergestellt und erhöht. Damit ist er jetzt nicht nur wieder da, sondern auch wieder richtig am Drücker. So, Smash müssen wir noch skillen. Hat den Phantom-Skill, der ist jetzt nicht so berauschend. Wir nehmen Zerfetzen. Wir nehmen das Unterstützungsfeuer. Wir nehmen die schweren Geschütze. Nehmen hier auch noch die explosive Mischung dazu. Aber mal den Schusshagel. Und dann halt entsprechend hier die Ruptur. Oder den Ruptur, wie auch immer. Immer kritischen Schaden und um 3 erhöhten Schaden gegen alle anderen. Ja. Colonel Novak mit Undercut. Gucken wir gerade mal, ob wir hier noch eine alternative Strahlenkanone haben. Oh ja, jede Menge. Das ist, glaube ich, Twists alte Waffe. Ich glaube, ich würde sagen, Twists alte Waffe ist erstmal tabu. Kriegt sie das Ding da? Und ich würde sagen, wenn hier jemand Twists alte Waffe kriegt, dann ist es der Nachfolger, Psycho Jason. So, haben wir noch einen Grenadier? Nee, ne? Oh doch. Kaito Takeshi bekommt dann jenes Ding hier immerhin. Ja. Machen wir so. Dann haben alle Grenadiere jetzt eine halbwegs brauchbare Waffe. Und wir gucken ganz kurz, wie es sonst so weitergeht. Ein Soldat in 7 Tagen. Nee, ich glaube, das ist nicht so... nicht so primär das, was wir wollen. Da sind, glaube ich, obwohl Legierungen auch nicht. Tja, mehr Auswahl haben wir nicht. Soldat oder Legierung? Da nehmen wir doch den Soldaten. Bei 361 Legierungen. Würde ich sagen, haben wir genug. Und es sind ja keine Rekruten, sondern es ist ein richtiger Soldat. Okay, wir sind mal wieder am Countdown des Todes angekommen.
müssten dann also im letzten Let's Play oder im übernächsten zumindest mal. Noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wow, 7 Tage nur? Wollen, müssen wir uns beeilen. Das ist ja extrem kurz. So, wir sehen uns den Raum einmal kurz an. 158 Vorräte haben uns wieder eingesteckt. Und ja. Energie ist aktuell noch halbwegs was da. Wir haben hier auch noch Möglichkeiten zu verbessern. Oder haben schon verbessert? Hm. Könnten eine Verteidigungsmatrix bauen. Tja, habe ich noch nie gemacht. Machen wir einfach mal. Sieht lustig aus. Und wir haben ja auch noch arbeitslose Ingenieure und was so dazugehört. Selbst da haben wir noch jemanden. So, haben damit wieder 5 Kontakte möglich. Hätten natürlich auch hier noch das Maschinenwerden entfernt beschleunigen können, aber da haben wir auch keine Eile akut. So, jetzt müssen wir nur gucken, wann wir hier weitermachen. Neu-Mexiko könnten wir sofort angreifen. Das Ding könnten wir auch sofort angreifen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach noch ein paar Tage und forschen ein wenig. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Haben jetzt die Plasmalanze erforscht, das ist gut. Und Datenspeicherentschlüsselung, kriegen wir noch ein paar Infos, die sind nie verkehrt. Oder wollen wir den Sektopod analysieren? Ich weiß gerade nicht genau. Was die beiden Jungs hier jeweils bringen. Ich glaube, ja, wir machen es einfach mal. Soweit ich weiß, haben unsere Soldaten dieser großen Robotereinheit den Namen Sektopod verliehen, weil sie zunächst annahmen, dass sie von einem Sektoidenpiloten gesteuert wird. Nach genauerer Betrachtung wird klar, dass dies nicht der Fall ist. Ähnlich der mechanisierten Advent-Einheiten, die wahrscheinlich auf Sektopodentechnologie beruhen, scheint diese Maschine völlig autark zu sein. Okay, also doch nicht Sektopod, sondern Sektopod. Haben wir wenigstens das geklärt. Okay. Ja, in diesem Sinne, dass die Aliens in der Geheimeinrichtung, die wir überfallen haben, fragwürdige Experimente mit menschlichen Gefangenen durchführen. Aber was wir vorfanden, war noch verwerflicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Die Einrichtung war nur dafür da, um menschliche... Commander? Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Aber egal. Wir wollen noch einmal kurz zum Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Dann holen wir uns noch ein bisschen Cash, um uns die Plasmalanze bauen zu können. Da wird Xerexes dann einen ganzen Tick weit von profitieren. Der Markt ist offen. Und hier können wir natürlich auch überragender Stecher, überragende Magazinerweiterung. Überragende Wahrnehmung, den wollen wir haben. Zack, da ist er. Die Sachen sind uns jetzt alle nicht so wichtig. Illyrium ist zwar immer eine Maßnahme, aber gerade nicht so. So, Advent-Offizierleichen sind gerade sehr gefragt. Können wir also gut Kohle mitmachen. Illyrium-Kerne, nö, nicht so wirklich. Alien-Datenspeicher, das sind Informationen en masse. So. Verkaufen wir alles auf 12 runter.
Okay, damit haben wir genug Geld. Und mit genug Geld... Was? Mit genug Geld können wir uns hier jetzt noch schnell die Plasmalanze holen. Damit sind unsere Scharfschützen jetzt deutlich besser. Und... Ja. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Wir werden als nächste Aktion im nächsten Let's Play hier diese Mission machen. Die Geheimeinrichtung ja, zerstören. Ich bin mir relativ sicher, dass das den Fortschritt auch wieder um ein, zwei Knödel zurücksetzt und wir uns dann die Einrichtung noch als Joker behalten können. Ja, in diesem Sinne, wunderschönen guten Abend euch noch. Ich bin wieder da und ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ugrutz.